liebe Freunde des Bierallianz, guten Morgen. Also ich bin fast zur Rainerstunde hier, also 7 Uhr, schon unterwegs. Freitags, Stadtradetag Nummer, ich weiß nicht genau, glaube ich 17. Ich habe immer noch frei. Ich bin nicht mehr auf dem Spreeradweg. Und ja, fahre gerade mit dem Berufsverkehr auf schlechten Radwegen an der B1 in Richtung Stadtinneres, um dann nach Erkner zu kommen. So, und dann hoffe ich, dass ich rechtzeitig da bin, weil ich will ja jemanden überraschen. Mal gucken, ob es funktioniert. Eigentlich ist es Quatsch, das nicht gleich zu sagen, weil wenn es gelingt, dann steht so oder so im Titel, ich versuche meinen Bruder zu überraschen. Ich weiß, dass der heute um kurz nach 9 bei sich zu Hause mit der Bahn gestartet ist. Oder starten wird, besser gesagt. Und um kurz nach 10 müsste er in Erkner sein. Und ich möchte ihn überraschen und dann auf seiner Radtour einfach ein Stück begleiten. Dass er nicht so ganz alleine unterwegs ist. Na, ganz alleine ist er eh nicht, weil wir sind gleich zu dritt. Und wollen zusammen ein Wochenende verbringen, was zumindest auch heute, der Freitag, als auch am Sonntag, einiges mit Radfahren zu tun hat, was auch unserem Stadtradeln-Konto zugute kommt, da mein Bruder ja da auch mitmacht. Jo. Also in dem Sinne geht es für mich wieder auf Normalbereifung, sprich auf fetten Reisereifen in Richtung Erkner. Kette recht. Ergänzend zu den fetten Reisereifen, ey Mann, ist das wieder schön komfortabel. Dass man nicht mehr jedes Schlagloch, sondern quasi nur jedes zweite merkt. Es ist echt geil, dass es ganz anders abfedert. Ach, ich hab's doch vermisst. Ich bin doch ein Reiseradler, ich bin kein Rennradler. Auch wenn der Micha hier vom Buschradler Katalonien meinte, nein, ich habe jetzt mein wahres Herz gezeigt. Nee, habe ich nicht. Schaut, fahr langsam. Ich bin jetzt in Steglitz angekommen, wo ich jetzt hier auf einem sehr interessanten Weg die Kreuzung überqueren. Das ist der ehemalige Steglitzer Kreisel. Der wurde jetzt grundsaniert, Asbestgebäude, und da werden nun Wohnungen eingebaut, die man für teures Geld kaufen kann. Das ist jetzt hier das Bezirksamt von Steglitz. Da drin enthalten ist auch das Schloss als Einkaufsparadies für manchen. Und hier gibt es leckere Sushi-Laden auf diesen Ecken. Das ist ganz schön hier. Ja, in die Richtung ein Stück weiter wohnt dann die Anna. Herzliche Grüße. Für mich geht es jetzt hier durch. Also ich folge jetzt hier einfach mal, was mir Komoot als Rennradweg mal wieder vorgeschlagen hat. Bin mal wieder gespannt, wie viele Feldwege dabei sein werden. Also das Kopfsteinpflaster wäre hier, wenn ich jetzt die nutzen würde. Jetzt kommen wir hier an meinen Ort der Sünde vorbei, ist Finnegans, der Irish Pub. Da bin ich gerade. Letztes Wochenende war ich da. Hoppsala. Letztes Wochenende war ich da gerade und der war mit dem Micha da zusammen. Und ja, wir sind wie immer ein oder zwei Bier zu spät gegangen. Ich jetzt hier rein nach rechts, nach links rein. 200 Meter haben wir eine Weile gewohnt, Gabi und ich. Da war die Straße noch schlecht. Warum sind wir weg? Gibt es einen neuen Belach? Hier haben wir es gegen mich. Hier jetzt nach rechts rein. Geht's zum Insulaner, einer von drei Sternwarten von Berlin. Ja, hier der Bahnhof Priesterweg und das hier beginnende Südgelände kann Ausgangspunkt für manche interessante 160 Kilometer lange Tour sein. Ich habe gerade mal nachgeschaut, damit meine Überraschung gelingen kann,
muss ich jetzt die nächsten 30 Kilometer in 2 Stunden gefahren sein. Und wer Großstadt fahren ohne richtige separate Radwege kennt, der weiß, 30 Kilometer in 2 Stunden durch eine Großstadt, ist eine Herausforderung. Ich fahre jetzt den Tempelhofer Damm. Der Tempelhofer Damm führt in die Richtung ins Stadtinnere zum Flughafen Tempelhof. Da ist der Tempelhofer Hafen. Wunderschön gemacht, das Kulturhafen unterdessen, früher mal Industriehafen. Und in die Richtung geht es stadtauswärts. Ulsteinhaus ist da noch zu sehen. Meine Fahrtrichtung ist die. Ja, warum habe ich den Weg durch die Stadt gewählt? Ich hätte vielleicht versuchen können, außen rum zu fahren. Erkner liegt ja nun mal an der Grenze. Einfacher Grund. Wenn ich die Planung von meinem Bruder richtig gesehen habe, dann bedeutet es für mich auch heute 80 Kilometer gegen den Wind. Und dann fahre ich doch lieber durch die Gebäude geschützt, die ersten 40 Kilometer durch die Stadt, anstatt vielleicht 45 Kilometer außen rum und voll schöne Wind zu fahren. Ja, also bin ich dann lieber fauler. Wobei ich das schon 30. Mal stehen bleiben. Anfahren kostet ja auch immer eine ganze Menge Energie. Egal, könnt ihr weiter rechts. Da lang. Die sogenannten Nebenstraßen in Berlin. So, der schlimmste Teil des Großstadtwahnsinns ist jetzt nach 17 Kilometern gebracht. Jetzt bin ich so nah dran am Zentrum, wie es für mich jetzt hier in der Strecke geht. Und jetzt geht es schon wieder Richtung Südosten. In den Grenzbereich von Berlin rein. Passend dazu, ich habe gerade die Grenzallee überquert. Meine Routing führt hier auf den Autobahnzubringer, der in Richtung Flughafen Schönefeld bzw. Innenstadt geht. Aber nee, hier geht noch gerade außen eine Straße. Ist gerade nicht zu sehen, da steht noch unsere Stadtreinigung davor. Und da geht es weiter. Eigentlich, also das Routing durch Gewerbegebiet in der Lieferzeit. Also das war jetzt selbst für mich eine gewisse Herausforderung. Jo, aber ich bin durchgekommen. Jetzt muss ich weiter aufpassen. An den Häuschen bin ich immer vorbeigekommen. Der müsste. Ja genau, das ist der Mauerradweg. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Mauerradweg. Die Neuköllnische Allee. Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Also das ist doch mehr das, was das Radlerherz begehrt. 2 Meter weiter breiter Radweg und zumindest auf meiner Seite sehr wenig Verkehr. Naja, ich fahre ja auch wieder stadtauswärts. Schön, ne? Ja, also der Film wird schon eher naturlastig sein. Nur der Anfang war mal für euch zum Zurücklegen und Gruseln etwas Großstadt Berufsverkehr. Köpenick, Oberschöner Weiler ist erreicht. Könnte das Rathaus von Köpenick sein? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Die Allee und die Kirche. Das sieht doch eher wie eine Kirche aus. Nicht so wie ein Rathaus, wie ich von Weitem gedacht habe. Übrigens, als ich gestartet bin, 7 Grad. Vorgestern bin ich noch bei 30 Grad. Ich fahre heute bei 7 Grad, woran ich nicht gedacht habe, ich hätte mir auch mal Beine länger anziehen sollen. Also ist schon im Schatten frisch, trotz meiner Jacke und obwohl ich mich darin grimm quäle. Also, ich fühle mich an wie eine Knusperschnecke, aber auch nur, weil die Außenhaut gefroren ist. Ah, die machen sich so einfach Radweg. Uff. Ja, aber schön. Wieder ist für mich die Lösung, lieber eine gute Straße als ein schlechter Radweg mit ungeklärten Baustellen, was die Radfahrer machen, die sollen sich die Luft ablösen. Kein Bock auf sowas. Hier auf der rechten Seite
verläuft die Spree. Ich befinde mich auf der Straße an der Wuhleheide und komme gleich an den Punkt, an dem die Wuhle in die Spree mündet. Jetzt hier von der Pyramidenbrücke sehen wir noch die letzten 100 Meter der Wuhle. Meine Fahrtrichtung geht aber weiter in die Richtung und gleich bin ich tatsächlich in Köpenick und die Kirche stand in Oberschöneweide. So, ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Mein Bruder sitzt also jetzt im Zug, meine Gabi ist arbeiten, ich bin der kleine blaue Punkt und Erkner liegt da. Und da hoffe ich gleichzeitig mit meinem Bruder anzukommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich fahre gerade parallel zum Bahnhof am Hirschgarten. So heißt auch die Straße. Ich wusste bis eben nicht, dass es diesen Bahnhof überhaupt gibt. Aber das müsste die Strecke sein, über die auch dann mein Bruder kommt. Wenn er jetzt hier vorbeikommen würde, wäre es auch ganz schön blöd. Weil ich habe jetzt noch 15 Kilometer, 14 Kilometer und 50 Minuten Zeit. Also ich liege so etwa in der Zeit, weil jetzt bin ich mir ganz so viele Ampeln zu erwarten. Die müsste ich dann nicht so gut durchrollen. Jetzt bin ich gerade am S-Bahnhof und offensichtlich auch Straßenbahnhof Friedrichshagen gewesen. Fahre auf die Kreuzung auf dem Radweg. Mitten auf der Kreuzung zwischen den ganzen Kreuzungsgleisen der Straßenbahn hört der Radweg auf. Also wäre ich gerade ausgefahren, wäre ich in den Gleise gefahren. Eigentlich kam eine freundliche Postbote vorbei. Habe ich sie gefragt, ob ich hier bloß den Radweg nicht sehe. Meint sie, nee. Den gibt es hier noch nicht. Der kommt erst in 2-3 Kilometern. Okay. Unterdessen habe ich den Radweg erreicht. Der ist sehr schön. Ich hoffe, der bleibt jetzt so die nächsten 10 Kilometer, aber ich habe da in und um Erkner herum eigentlich nicht so eine gute Erinnerung. Egal, gucken wir mal. Das habe ich noch fast vergessen zu berichten. Auf der Seite, also rechts von mir, befindet sich hinter all den 7 Bäumen mit den 7 Sandhügeln der Müggelsee. Klar, ist hier aber nichts zu sehen. Nein, hier schimmert er gerade mal ein bisschen durch, aber nicht für die Kamera ersichtlich. Schade. Nach 6 Kilometern hat jetzt der schöne Radweg aufgehört, der entweder straßenbegleitend oder ein bisschen daneben war. Aber schön. Jetzt wieder Straße, aber diese Straße habe ich auch als Straße mit schlechten Asphalt in Erinnerung. Dem ist nicht so. Also alles gut für mich. 240 Höhenmeter habe ich mir das auch schon hier in der Stadt gekurbelt. Immer wieder diese kleinen, ich nenne sie mal Bodenwellen, aber die summieren sich ja auch. Meine schlechte Erinnerung über den Radweg in Richtung Erkner muss ich ganz klar zurücknehmen. Da entschuldige ich mich für. Hier ist jetzt ein Radweg entstanden, der ist erste Sahne. Hier war auch eher so eine Plattenkram gewesen. Das war nicht schön zu fahren. Und jetzt sowas, also wunderbar, wunderbar. Ich bin jetzt hier auch deutlich viel schneller in Erkner, als ich dachte. Noch 200 Meter muss ich nach links abbiegen zur Bahn. Und mein Bruder müsste erst in 20 Minuten ankommen. Wunderbar. Der Blick war groß. Und die Reisegruppe ist doch größer, als ich dachte. 15 Personen wohl. Wird also nicht so viel gefilmt, weil ich habe die alle nicht gefragt, ob ich es aufnehmen darf oder nicht. Dann lasse ich es lieber sein. So, die Damemündung ist überquert. Wir kommen jetzt auf den Autobahnzubringer, auf den Autobahnring. Und da gehe ich jetzt durch, um dann weiter in Richtung, ja was ist das eigentlich? In Richtung, wir fahren der Sonne entgegen, in Richtung Osten zu kommen noch. Es gibt noch Wege, die ich nicht kenne. Hier ist mal wieder neuer für mich. Irgendwo, nirgendwo. Der Ort, den wir gerade gefahren sind, habe ich auch schon mal vergessen den Namen. Aber wieder mal schön mit mehr Leuten zu fahren, nicht alleine.
Pesco. Noch 36 Kilometer und wir überqueren die Spree. Das war über Pinschhafen. Aha, so heißt es hier also. Komm, ihr sollt Oma sehen. Das muss der Hafen sein. Das ist die Spree. Wir integrieren den Punkt. Unsere Familie integrieren klappt doch nicht, weißt du doch. Da musst du nochmal reinsprechen in die Ding und sagen, ich bin ein asoziales Kind. Kannst du es nochmal sagen? Mein Bruder ist ein asoziales Kind. Wer solche Verwandten hat, der braucht keine Feinde. Also wir sind jetzt hier durchs Hinterstübchen in Fürstenwalde angekommen. Biegen wir wieder ab. Direkt in den Bierwagen. Direkt in den Bierwagen. Ey, wenn das keine Vorhersehung war. Gerade entlang des Spreeufers. Also wenn alles gut gegangen wäre, wenn. Dann wäre ich hier gestern Nachmittag in die andere Richtung lang gekommen. Ach, ist es aber nicht. Jetzt kommen wir ja bald hinter Fürstenwalde noch schön in die Hügelchen wieder rein, wo auch die Latschenkiefer wächst, dass ihr euch die wiederfindet. So, dieser Teil des Weges ist auch Teil der Tour Brandenburg. Sprich, hier bin ich schon mal lang gefahren und ich freue mich auf eine schöne Strecke, die jetzt kommt. Wir sind in Berkenbrück. Ja, ich kann uns auch jetzt 75 Kilometer gerollt, jetzt wird es auch Zeit, mir Gewürz zu essen. Jetzt habe ich zwar ein Cola getrunken, ein bisschen Zucker, aber das ist jetzt fast für eine Viertelstunde und dann ist das Ende. Ja, naja, Wasser habe ich auch noch, zwei Flaschen dabei. Und mein Trinkrucksack ist auch noch leer gefüllt, aber das macht ja nicht wirklich satt. Vor allem, das bringt keine Energie. Oh, mir wurde gerade richtig schwindelig. Ja. Deswegen bin ich sofort stehen geblieben. Gleich was essen. Traubenzucker sollte ich vielleicht auch nochmal nehmen. Fällt mir gerade ein. Brauchst du auch Traubenzucker? Wieder einmal hat sich meine Kamera von alleine eingestellt. Wieder einmal habe ich 20 Minuten lang meinen Lenker gefilmt. Jetzt kommen wir wieder an die Schleuse. Ich brauche gerade Strom, ich kann also jetzt die Kamera nicht wegmachen vom Strom, Kabel ist im Weg. Ich glaube, das müsste die Fangschleuse sein. Wieder mal schön zu sehen, Oder Havelkanal auf der Innenseite. Und das müsste die Spree sein, glaube ich. Sogar noch. Scheibenkleister, habe ich vergessen. Ist mir so. Wieder mal eine Brücke. So, spektakuläre aus von Weitem. Jetzt haben wir richtig köstlich gegessen, Stunde Rast gemacht, eher mehr als weniger. Und ja, eigentlich überraschend, ein relativ einfaches Restaurant vom Aussehen her. Nicht viele Gerichte, aber ich habe so Piroten gefüllt mit Lamm gegessen und auch so ein Salatbett. Das Salatbett war auch interessant gestaltet, auch mit Sachen, die ich normalerweise so selber nicht kombinieren würde. Es hat richtig gut geschmeckt. Ja, schön alkoholfreie Hefe dazu, noch einen Kaffee hinten drauf und weiter geht's. Bis zum Ziel von der Reisegruppe hier sind es noch etwa 20 Kilometer. Für mich bis zu meinem Bahnhof noch etwa 60. Ja, Kette rechts. Rollen wir in Besko ein. Ich habe meine ersten 100 voll. Dann geht nachher jetzt noch ein Stück nach Hause. Besko hat uns zwar erstmal freundlich begrüßt, aber er ist hier mit spontanem Ende des Radwegs und wechseln in den Verkehr, der gerade gewesen ist,
der Straße, das war gerade unangenehm. Letztes Mal hier auf dem Marktplatz noch Marktgeschehen erlebt. Da gab es süße Teilchen, die vermisse ich. Nachher für den Heimweg könnt ihr gut gebrauchen. Wir sind jetzt hier in Komoro angekommen. Komoro ist, also das ist jetzt voll die Tour Brandenburg-Linie, die wir hier fahren. Ich bin gerade überrascht, ich hätte mich um die Strecke nicht gekümmert. Ich fahre hier einfach nur mit. Und ja, ich sehe jetzt vieles Bekanntes aus dem Mai. Immer wieder mal. Kleine Abschnitte sind anders. Die meisten sind aber sehr parallel. Ich filme unverändert nicht so viel, weil ich habe hier diesmal nicht um Erlaubnis von Aufnahme gebeten. Nur von hinten. Jetzt haben wir einen schönen Schlussanstieg. Feld ist gerade auseinandergerissen. Wir fahren nach Glowe ein. Hier werde ich jetzt noch bestimmt ein Ankunftsbier mit trinken. Und dann habe ich nochmal 40 Kilometer Heimweg. Nun ja, extra zu Ehren des Tages eine Fahne gespannt. Nicht schlecht. So, Schloss Glowe. Wir anderen sind jetzt hier angekommen. Und ich trete jetzt den Heimweg an, weil morgen ist ja mein Treffen mit meinen Stadtradlern. Ansonsten hätte ich für 170 Euro dieses Wochenende hier auch mitbleiben können. Und das wäre definitiv extrem entspannt geworden. Egal. Kette rechts, weiter geht's. Ich bin jetzt also wieder aus Glowe raus. Vom Grundstück von Schloss Glowe entfernt. Also ich habe da Bilder gemacht, die ich in das Komoot-Video stelle. Also ist sehr schön. Ach ja, da soll jetzt wohl demnächst auch irgendwie Sing My Song oder so da drin auch gedreht werden. Also ja, schick. Nächstes Jahr denke ich, dass ich da auch das Wochenende mit verbringe. So geht es für mich jetzt zum Bahnhof, die letzten 40 Kilometer. Und da stehen noch ein paar Höhenmeter vor allem noch an, auf die ich mich ja trotzdem freue. Was eben schade ist, jetzt wieder alleine. Die ganze Dynamik, die ganzen Gespräche. Das bleibt ja natürlich aus, wenn man allein unterwegs ist. Das ist jetzt der nächste Ort von Glowe. Das ist hier, als ich auf der Tour Brandenburg war. Da hätte ich mich hier fast verfahren. Wäre ja fast gerade ausgefahren, dann wäre ich auch in Glowe vorbeigekommen, ein Stück Glowe durch. Und die Tour Brandenburg geht jetzt aus der Ecke, wie wir jetzt kommen, da irgendwann nach rechts ab. Und nicht so, wie ich jetzt hier fahre. Auch bei meiner Tour Brandenburg war diese Kuh ein Motiv für mich, bevor ich umgekehrt bin. Jo, über diesen See wäre jetzt meine Tour gewesen. Tja. Das war's. Neue Tour. Fahre ich in Komoro im Kreis Friedland ein. Ja. Augen auf bei der Streckenwahl. Wenn natürlich eine Fähre da ist, dann sollten wir auch gucken, bis wann die fährt. Habe ich nicht. Er zahlt eben einen Preis dafür. Mein Weg wird etwas länger. Ja. Oh, Mutti, Mutti, Mutti. Wenn ich groß bin, möchte ich auch eine Hüpfeburg. Ja, aber nun durch das Umplan weiß ich nicht, welchen Weg Komoot mir wieder raussucht. Und auch wenn ich das als Rennradtour eingegeben habe, das hat ja nichts zu bedeuten, leider. Leider nicht. Ja, drückt mir mal die Daumen. Sind noch 30 Kilometer, 31 Kilometer. Ich bin wieder in Besko. Theoretisch auch ein Halt. Praktisch Schienenersatzverkehr. Es geht also weiter. Die Spreebrücke, Stadt Besko. Kirche
und Burg Beskow. Ich biege jetzt hier Errichtungszentrum nach rechts ab. Boah, 18 Uhr. Für ein Schattenfahren wird Zeit für langärmlich. Also, ich habe ja eigentlich meine gepolsterte Jacke dabei. Wollte ich ja sie jetzt nutzen für die letzten 25 Kilometer. Also in dem Sinne, jetzt nicht weiter. Also, ich zahle gerade etwas Tribut dafür, dass ich mich habe verleiten lassen, bei dem Rennen zu dem Schloss dahin, ja, kann man einfach so nennen, die letzten 3-4 Kilometer, habe ich mich verleiten lassen, da mitzumachen. Ja, und jetzt kriege ich doch schwere Beine, obwohl ich mich eigentlich bis dahin noch richtig fit gefühlt habe. Jetzt hat es mir fast den Lenker aus der Hand geschlagen. Ja, und das ist jetzt der Preis, den ich gerade zahle. Ja, ursprünglich guter Radweg. Änderte sich in einen schlechten Radweg, also durch Wurzeln aufgebrochen, schon zu alt der Radweg. Er wechselte die Straßenseite für 300 Meter und hörte auf. Und jetzt fahre ich auf der gut befahrenen Bundesstraße. Naja, so ist es eben mit ungewollten Umleitungen. Ein Ballon landet, glaube ich. So, da müsste man jetzt eigentlich so ein bisschen über das Land gucken können. Ich hoffe, ich habe jetzt den Scheitelpunkt erreicht, dass es jetzt die letzten 15 Kilometer hauptsächlich bergab in Richtung Fürstenwalde geht. Ich bin jetzt echt durch. Denk mal, noch mehr Höhenmeter muss ich schieben. Kann ich mehr. Schön ist es ja immer wieder, aber ja, ich weiß noch 14 Kilometer und das ist eigentlich für mich die wichtige Information. Ich hoffe mal, ihr kennt's. Komoot leitet mich gerade aus. Ab hier, beginnt aber die Autostraße. Ich darf hier gar nicht lang fahren. Also jetzt, nachdem ich mich anderthalb Stunden fast hier über die Bundesstraße 168 gequält habe, muss ich jetzt erstmal spontan noch eine Lösung finden. Ich habe keine andere Wahl. Ich fahre nach Langerwahl, glaube ich. Ja, die letzte Abendstimmung hat überquert in der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt-Oder. Also ich bin noch vor einem aus der Dunkelheit in Fürstenwalde drin. Das war mir auch wichtig. Und jetzt sind es noch 3,5 Kilometer bis zum Bahnhof. Die schaue ich auch noch. Aber mir reicht es auch. Komoot sagt 2000 Höhenmeter. Ich denke mal, 600 waren es. 650, so. Schauen wir mal. Gut. Ich denke, das sind meine letzten Worte jetzt für diesen Film. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war für mich ein langer Tag. Eben 7:30 angefangen. Jetzt haben wir es wieder 7:30. Für mich war es sehr inspirierend, mit den Leuten zu reden. Vielleicht war es sehr kurzweilig, die 80 Kilometer mit denen gemeinsam zu fahren. Und ja, ich habe einfach einen Moment zu lange Pause gemacht bei denen, bevor ich losgefahren bin. Und ja, plus das, dass wir noch Rennen gespielt haben, das hat sich gerecht. Ja, egal, angekommen, bald. Ich wünsche euch weiterhin gute Fahrt und immer schön die Kette rechts. Tschüss. Schleuse, Fürstenwalde. Hier geht's Richtung Berlin. Und hier kommen wir jetzt an die Ecke, an der wir vorhin, vor 6-7 Stunden schon mal waren. Da sind wir rechts hinter dem roten Backsteingebäude verschwunden. Doch einfach mal in den Ortskern reingefahren. Das ist also jetzt hier eine Kirche von Fürstenwalde.